Ja, hallo, herzlich willkommen zu Adventure Trails. Und heute mal ein ganz anderes Thema, ein sehr ernstes Thema eigentlich sogar, was mir aber auch sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Krisenvorsorge. Ja, zurzeit befinden wir uns in einer globalen Krise, das kann keiner mehr abstreiten. Die Pandemie greift gerade wirklich um den ganzen Globus. Und ja, es kommen viele Verunsicherungen auf und Ängste bei den Leuten, da in der Nachkriegszeit sowas bisher noch nie stattgefunden hat und dass es wirklich das erste Mal ist. Auch die wirtschaftlichen Folgen, die da hinten dran hängen, sind bis jetzt noch gar nicht abzuschätzen. Die Regierungen versuchen natürlich durch verschiedene Maßnahmen, diese Pandemie irgendwie ein bisschen auszubremsen, zu verlangsamen, damit man nicht gleichzeitig zu viele schwere Fälle behandeln muss. Man weiß auch, dass man die sicherlich nicht stoppen kann in der nächsten Zeit, da Impfstoffe und Medikamente noch nicht zur Verfügung stehen und dies sicherlich auch noch ein ganzes Jahr dauern wird. Das Problem dabei ist die Panik in der Bevölkerung durch die Maßnahmen, die Schulschließungen, Grenzschließungen. Die Leute werden in Quarantäne nach Hause geschickt, Firmen gehen auf Kurzarbeit oder ja, müssen von zu Hause aus arbeiten. Diese Panik bauscht sich natürlich immer wieder auf. Und ja, dann kommen so Bilder von leer gekauften Supermärkten. Ich kann euch hier auch mal ein paar einblenden, hier bei uns aus der Region. Bikini-Artikel werden weggekauft, die ja, Grundnahrungsmittel fehlen. Und ja, durch so egoistische Einkäufe praktisch, wo Leute viel zu viel kaufen, kommen die Leute, die man versucht zu schützen, eigentlich ins Hintertreffen hierbei. Und genau diese Hamsterkäufe sind im Moment eines der Hauptprobleme. Denn sie verursachen nur noch mehr Panik. Die Leute, die eigentlich geschützt werden sollen, Senioren, körperlich benachteiligte, vorerkrankte Menschen, kommen ins Hintertreffen, da ja, sie Probleme haben, sich sogar Nahrungsmittel zu beschaffen oder so. Und hier sollte endlich mal der Egoismus zurückgestellt werden. Eine Krisenvorsorge ist sehr sinnvoll, aber jetzt alles von jetzt auf gleich über den Zaun zu brechen, lässt einfach das ganze System zusammenbrechen. Und daher ist Krisenvorsorge schon sehr sinnvoll, allerdings nicht in Krisenzeiten die Regale leer kaufen und denken, nach mir die Sinnflut und ist mir doch egal, was mit den anderen ist. Das ist die falsche Einstellung, denn aus solchen Krisen kommt man nur gemeinsam raus, indem man sich untereinander unterstützt und hilft und auch Rücksicht auf die anderen nimmt und vor allem auch Rücksicht auf die Schwächeren. Ja, und wie ihr euch einen richtigen Notvorrat anlegen könnt und wie ihr das sinnvoll gestaltet, auch in diesen Zeiten sinnvoll gestaltet, will ich euch einfach in diesem Video erklären. Aber zunächst mal eine kleine Exkursion über ja, die Zeitachse der Krisenvorsorge. Ja, das Problem, was gerade vorherrscht, ist eigentlich ein Problem ja, der westlichen Welt, der Industrieländer kann man sagen, ein selbstgemachtes Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, die just in time ist. Wir haben 365 Tage im Jahr, können wir alles abrufen, was die Palette hergibt. Wenn ich Erdbeeren will, dann kommen die Erdbeeren aus Neuseeland, brauche ich Kartoffeln, dann kommen die mittlerweile aus Ägypten. Und ja, diese Selbstversorgung, die früher ja, Oma, Uroma, Opa gemacht haben, in der Nachkriegszeit vielleicht auch noch, jeder hat so in seinem Garten hinten ein kleines, ja, einen kleinen Acker gehabt, ein bisschen Gemüse angebaut, ein paar Kartoffeln oder so angebaut. Und ja, hat die Sachen teilweise auch eingeweckt und die standen dann im Keller. Und wenn dann wirklich mal Winter war, konnte man trotzdem Früchte essen, die man sich aus dem Keller geholt hat. Oder man hatte einfach mal in einer schlechten Zeit, weil ein Versorgungsengpass war, oder man hat irgendwo, ja, war krank, konnte man nicht das Haus verlassen, konnte man einfach auf diese Nahrungsvorräte zurückgreifen. Leider ist das dann so in den Nachkriegsjahren irgendwann verloren gegangen. Ich würde behaupten, so vor allem mit dem Schnitt, ja, Ende Kalter Krieg, der Zivilschutz wurde immer mehr abgebaut und auch so dieses Verständnis dafür wurde ja immer mehr zurückgebaut und man galt eher so als Außenseiter, wenn man ja, sich Nahrungsvorräte angelegt hat. Ja, das Ganze ist dann so bis 2001 einem Abwärtstrend gefolgt und dann kamen die Anschläge vom 11. September und dann hat man sich nochmal Gedanken gemacht, oh, der Zivilschutz den ganz abzuschaffen oder fallen zu lassen, war vielleicht doch nicht die beste Idee. Dann hat es so bis 2004 gedauert und man hat den BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ins Leben gerufen. Ja, und der sollte sich in seiner Aufgabe so ein bisschen über die Information der Leute und die Animation der Leute zur Selbsthilfe auch bemühen. Das ist so eine von den ersten Broschüren, die damals so rauskamen. Hier hat man halt ja, verschiedene Sachen von der Nahrungsmittelbevorratung erzählt bekommen, welche Vorräte man haben soll. Und hier wurde damals noch von einem Vorrat von 14 Tagen geredet. Aber auch hier
wurde dann ja lange nichts gemacht. Es wurde so ein bisschen schleifen gelassen. Es ist praktisch so eine freiwillige Sache gewesen. Wer Interesse hatte, konnte sich vorbereiten. Man hat kostenlos diese Broschüren gekriegt. Die bekommt man heute noch auf der Kreisverwaltung, Stadtverwaltung. Aber auch ja, teilweise beim BBK selber kann man solche Broschüren bestellen und kann sich im Internet kostenlos darüber informieren. Ja, dann ist lange wieder nichts passiert. Man hat diese Sache wieder vergessen. Alles ist seinem gewohnten Lauf gegangen und ja, die Leute, die sich so ein bisschen vorbereitet haben, wurden dann gerne als Prepper abgestellt und standen erstmal so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Dann war erstmal eine ganze Zeit lang Ruhe und ja, 2014 müsste das gewesen sein, kam dann einmal der Ukraine-Krieg, ein Krieg an den Toren Europas. Auf einmal wurde dann Europa wieder wachgerüttelt, man hat ja, auch der Bund hat überlegt, ist denn so ein Krieg in Europa nochmal möglich, so ein offener Krieg, wie man den im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Man kam leider zu dem Entschluss, ja, vielleicht auf anderer Ebene, mehr im Cyberbereich oder ähnlich. Aber so ein Krieg kann nicht ausgeschlossen werden. Also müssen wir auch wieder den Zivilschutz ein bisschen reaktivieren. Man hat dann 2016 die KZV rausgebracht. Könnt ihr euch auch ansehen, das ist dann so ein Pamphlet, hier so ein schönes Heftchen. Die Konzeption zur zivilen Verteidigung. Und auch hier hat man dann geschrieben, ja, man würde dem Bürger nahelegen, wenn er selber einen Vorrat für 10 Tage anlegen würde, um sich selbst zu versorgen bzw. einen Notvorrat zu haben, wenn es hier zu Nahrungsengpässen käme. Und diese Engpässe praktisch zu ja, überbrücken. Ja, der große Nachteil daran, dieses Thema Krisenvorsorge kam wieder ins Gespräch, auch hier war zuerst eine Aussage, die aber so nie gemeint war von der Regierung, diese Leute sollen Hamsterkäufe machen. Allerdings war hier eher gemeint, dass die Leute sich einen Notvorrat anlegen sollen und keine Hamsterkäufe machen sollen. Ja, und das Problem hierbei war, ein paar Jahre später kam dann diese Krisenvorsorge, also dieses Preppertum, be prepared, sei vorbereitet, wurde über einen Kamm geschert mit Reichsbürgern, Rechtsradikalen etc. Und so ist dieses Thema dann 2018 wieder in Verruf. Und die Leute ja, haben sich zurückgezogen davon, hatten Angst davon. Das war einfach ja, eine Fehlinterpretation, weil man wieder alle Leute über einen Kamm geschoren hat, anstatt die Gruppen für sich zu betrachten. Auch diese ja, vermeintlichen Staatsfeinde, um die es sich damals gedreht hat, haben natürlich Vorräte angelegt, weil sie sich auf einen Kampf vorbereitet haben. Halte ich überhaupt nichts von den Typen, aber sie haben halt Krisenvorsorge betrieben, wie der Staat es vorgeschrieben hat. Und auf einmal waren alle, die Krisenvorsorge betreiben, irgendwie ja bös beäugt worden. Und auch Leute, die gar nichts damit zu tun haben, wurden auf einmal ja als Rechte bezeichnet oder so. Und dann ging das ganze Thema wieder hinten runter. Ja, und jetzt sind wir im Jahr 2020 angekommen und bumm, auf einmal steht eine globale Pandemie vor der Tür. Damit hat keiner, ja, oder die wenigsten so gerechnet. Natürlich denkt man immer wieder, wenn man über das Thema Krisenvorsorge und Prepping redet, dass man dann ruckzuck wieder diese apokalyptischen Szenen vor der Tür hat. Aber wir reden jetzt hier um eine Art Grippewelle. Das Problem bei dieser Grippewelle ist halt, dass ja, die neu ist und man hier noch keine Immunisierung dagegen hat, weil ein Teil der Bevölkerung einfach diese Krankheit schon mal hatte. Und so legt diese Pandemie einfach den Globus lahm und ja, alle sind wie erstarrt, die Panik bricht aus, es kommt zu Hamsterkäufen und das Ganze zieht einen riesenlangen Rattenschwanz mit sich. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema, wie würde ich denn besser vorsorgen? Richtige Krisenvorsorge will auch gelernt sein oder halt richtig organisiert sein und Punkt 1 ist hier die Informationsgewinnung. Und für die Informationsgewinnung kann ich halt ja 3 Plattformen empfehlen, muss ich sagen. Zum einen habe ich hier das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das ist eigentlich so die erste Anlaufstelle für solche Themen eigentlich. Hier kann ich mir solche Hefte bestellen, die kosten nichts. Im Moment, hier gibt es eine neue Broschüre, die ist orange mittlerweile, wo ja alles ums Thema Krisenvorsorge beschrieben wird, welche Vorräte sinnig sind, wie viel, welcher Wasservorrat und alles, was sonst dazugehört. Die Broschüre ist im Moment leider vergriffen, da immer nur eine gewisse Stückanzahl gedruckt wird. Allerdings könnt ihr euch dieses Pamphlet auch online runterladen, einfach unter der hier eingeblendeten Internetadresse. Ja, dann gibt es hier beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz auch ganz viele Infoheftchen, die kann man alle kostenlos bestellen.
wie der Waldbrand, Stromausfall, Unwetterereignisse, die uns einfach immer wieder auch ja, heimsuchen. Und hier kann man sich einfach mal diese Heftchen bestellen. Hier sind verschiedene Schutzmaßnahmen erklärt. Hier sind auch versicherungstechnische Sachen erklärt, auch Hintergrundinformationen und halt immer nochmal ja, den Verweis, was man selber tun kann, um ja, den Zivilschutz dadurch zu stärken. Ja, die zweite Plattform zur Informationsgewinnung ist der BMI oder das BMI, das Bundesministerium des Inneren. Und ja, hier kann ich auch wichtige Informationen finden. Ich kann mir zum Beispiel auch dieses ja, Konzept zur zivilen Verteidigung runterladen, wo dann verschiedene Sachen für Notvorrat und so auch nochmal beschrieben sind. Ist mal ganz interessant, sich da ein bisschen einzulesen. Und hier gibt es auch viele andere Informationen und Tipps, gerade jetzt auch zum Bereich Covid-19 etc. könnt ihr euch hier auch informieren. Und die dritte Plattform ist die Katastrophen-Selbsthilfe-Infoportal, kurz KSI. Das ist eine zivile Plattform, also von Privatleuten betrieben. Und ja, die informieren so ein bisschen nebenbei ein bisschen ausführlicher über das Thema Selbstversorgung, über das Thema ja, Krisenvorsorge, Krisenvorsorge mit Haustieren, Krisenvorsorge mit Kindern. Wie mache ich Lebensmittel haltbar und lagere die richtig und auch wie setze ich die richtig durch. Also auch sehr viele Infos bei denen zu bekommen. Schaut da einfach mal rein, weil ich finde, die sind im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten, die es da irgendwo noch gibt, wirken die doch sehr seriös. Dann haben wir schon mal diese ja, Informationsgewinnung ein bisschen abgeschlossen. Wie gesagt, auf diesen Plattformen kann man sich überall fachgerecht informieren über das Thema. Dann kommen wir zum Vorrat kaufen. Das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Ein Vorrat kaufen, erstmal sich Gedanken machen, was brauche ich. Das steht auch in den Heften, wie viel man braucht, wovon man was braucht. Was kann ich essen, was kann ich auch verarbeiten? Wie kann ich die Sachen verarbeiten? Muss ja jetzt nicht nur eine Pandemie sein, kann ja auch mal sein, dass ein Stromausfall da ist. Habe ich da Möglichkeiten, die Sachen zu kochen? Kann ich die vielleicht auch ungekocht essen? Und hier muss man erstmal viele Infos einholen und nicht blindlings irgendwelche Sachen kaufen. Dann mein Lebensmittelvorrat langsam anlegen. Also ich gehe kaufen, kaufe mir immer nur kleine Stücke dazu, mal zwei Dosen Tomatenmark mehr, ich kaufe mal eine Packung Nudeln mehr und so baue ich langsam diesen Vorrat auf. Und ganz wichtig, ich verbrauche diesen Vorrat auch ganz langsam wieder hinten raus. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce, dann hole ich die Nudeln und Tomatensauce aus dem Vorrat und die, die ich einkaufen würde an dem Tag, stelle ich wieder in den Vorrat. Und so durchsetze ich diesen Vorrat auch. Denn es bringt nichts, wenn ich jetzt tonnenweise Sachen kaufe und ja, dann in 2 Jahren die Sachen, weil sie abgelaufen sind, alle wieder wegschmeiße und dann mache ich einmal einen riesen wirtschaftlichen Schaden und eine riesige Lebensmittelverschwendung. Und das sehen halt auch viele als Gefahr, praktisch wie jetzt so ein Jojo-Effekt, die Leute kaufen sich jetzt was, legen dann in den Schrank und ja, denken dann so, jetzt bin ich abgesichert und in 2 Jahren fliegen dann tonnenweise Lebensmittel weg. Also wie sie aus den Supermärkten mit 2 Einkaufswagen rausgefahren sind, fahren sie dann ja, die Mülltonne voll mit dem Zeug und das wäre auch totale Lebensmittelverschwendung. Und der letzte Faktor ist dann noch der Faktor Mensch. Zum einen mit gesundem Menschenverstand an alles rangehen, die Sachen richtig sondieren, meinen Mitmenschen helfen, denn nur gemeinsam ist man stark. Also das heißt, wenn zum Beispiel die alte, gebrechliche Frau neben mir wohnt, die sich nicht mehr aus dem Haus traut, mal fragen, kann ich für sie einkaufen gehen, ich stelle ihnen die Einkäufe vor die Tür. Und solche Sachen, gerade in Städten, ist man da sehr anonym geworden. Nicht für den eingerissenen Fingernagel einen Rettungswagen rufen und dass man vielleicht auch selber mal zum Arzt gehen kann oder sich auch nicht einfach in Arztpraxen reinsetzt, wenn man jetzt meint, ich bin betroffen von dieser Erkrankung, sondern einfach mal den Regeln folgen, auch die Schilder liest und einfach mal dieses Denken, ich bin hier selbst der Nächste und sonst nach mir die Sinnflut, einfach mal absetzt oder ablässt. Und dafür mal an seine Mitmenschen denkt und gemeinsam durch so eine ja, schwere Zeit kommt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal ein paar Sachen nennen, ein paar Infos dazu geben. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, hören wollt oder wissen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kommt irgendwann mal nochmal ein Video. Mir geht es jetzt hier wirklich nicht um ja, die Reichweite hierbei, sondern wirklich eine Herzenssache, einfach mal meine Meinung dazu kundzutun und den Leuten ein bisschen die Panik zu nehmen. Im Moment ist in Deutschland alles ausreichend da, auch wenn die Regale leer sind, hat einfach damit zu tun, dass die Lieferketten nicht dafür ausgelegt sind, die Regale so voll zu stopfen. Und es dauert auch noch eine ganze Zeit lang, bis wirklich nichts mehr in den Regalen ankommt. Und von daher sollte man die Panik bei flach halten und mal ein paar Tage zu Hause bleiben und wirklich mal ja, dem Aufruf der Regierung folgen und einfach diese Sache ausschleichen, desto schneller kommt auch wieder ja, eine Entschärfung der Maßnahmen und desto schneller kommen auch wieder
in gewohnte Bahnen rein. Und wenn dann die Krise vorbei ist, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, so ein Krisenvorrat ist gar nicht so verkehrt, jeder findet irgendwo ein klein bisschen Platz, Kisten unterm Bett, ein kleines Vorratsräumchen oder einen kleinen Vorratsschrank, das ist in jeder noch so kleinen Studentenwohnung machbar. Und ja, ich hoffe, das Video hat ein paar Leuten weitergeholfen, vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Angst genommen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, euer Sebastian von Adventure Trails.